Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Skill. Wieder mal HXL, mein absoluter Lieblingsmodus momentan, weil es einfach so schön abwechslungsreich ist, muss ich sagen. Und wir sind wieder bei der, auf dem gleichen Server noch wie bei der letzten Aufnahme. Diesmal ist der Server aber von Anfang an ein bisschen voller und ich hoffe, dass wir halt auch relativ schnell 8 gegen 8 spielen. Das macht einfach am meisten Spaß. Oh, bekomme ich hier meine Farmas? Meine Herren! Also ich habe es echt schon gehabt, dass ich so auf die Waffe gewechselt habe und kein einziges Mal eine Farmas dabei war. Das ist, glaube ich, ein Sniper, oder? Ha! Das war lucky, der zweite Headshot, aber geil. Ja, und wenn schon, denn schon, dann verteilen wir direkt 3 Headshots und entscheiden die Map hier komplett alleine. Nice one. Aber war auch schlecht gespielt vom Sniper und vom zweiten Gegner, der dann sich zurückgezogen hat, weil er dadurch ja nicht gucken konnte, wo ich hinschieße. Oh, fuck. Hätte ich getroffen dahin, wo ich treffen wollte, dann wäre einer weniger gewesen. Yay, er springt ins Nichts. Sehr schön. Schade. Einer weniger. Wenn wir das gewinnen, haben wir jetzt allein 3 Blatt gemacht. Mal schauen. Ach, ist mir egal. Dann gehen wir halt. Dann gehen wir eben, wenn er keine Lust hat. Wenn er keine Lust hat. Ach, will er jetzt wieder die Zeit runterlaufen lassen oder was? Das Problem ist halt, ich bin im roten Team. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann verliere ich im Normalfall. Aber meistens kommen die halt dann irgendwann her, deswegen hoffe ich mal, dass es bei ihm genauso ist. Es sei denn halt, er weiß, dass er die Zeit gewinnt. Dann wartet er wahrscheinlich. Ich warte dann meistens so bis 30 Sekunden noch ungefähr sind und dann renne ich los. Gehen mal noch, wir machen es mal noch ein bisschen dramatischer und gehen hier mal in die Ecke. Oh, kommt er jetzt? Kommt er? Wenn er nicht kommt, muss ich leider kommen. Okay. Dann komme ich mal. Und schon haben wir gewonnen. In der letzten Sekunde, richtig geil. So. Oh Gott, was macht er denn? Schön, dass wieder alle auf mich schießen. Ah, einer weniger, da war ein Loch. Fuck, ich hab's nicht gesehen. Aber wenigstens diesmal kein Jumper-Bug. Oh fuck, er tritt wieder mit dem Messer oder was? Aber wir gewinnen trotzdem. Nice one. Und sterben nicht mal. Wuhu! So, 3-0. Das fängt sehr gut an. Wir haben auch schon 7 individuelle Punkte erzielt. Das ist auch nicht schlecht. Nach 3 Runden. Sind wir einer mehr? Ich glaube, wir sind sogar einer mehr. Ah, Sniper. Ich liebe Sniper. Die sind im Normalfall einfach zu langsam, um einen mit dem ersten Schuss zu treffen. Und dann kann man die halt abballern. Ich war diesmal, glaube ich, jetzt beim zweiten Gegner einfach zu... Oh, Ipokun AFK oder was? Mal schauen, ob er noch kommt. Ansonsten werde ich ihn direkt mal kicken. Egal, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, ich war jetzt beim zweiten, da war ich ein bisschen zu offensiv, aber ich bin immer noch 3 gegen 4, theoretischerweise. Ipokun ist aber AFK, deswegen spielen jetzt gerade 3 gegen 3, jetzt spielen 2 gegen 2. Ich kick ihn mal.
Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Also, falls die anderen mit Lust haben, ihn zu kicken. Ansonsten wird es natürlich wieder mal nichts. Wenn zu viele Noobs drin sind. Ah, aber vier machen mit, sehr schön. So. So. Ah, erfrischend. 5-0, das wird doch nicht etwa ein 10-0-Sieg? Ich glaube nicht. Dafür sind die Gegner, glaube ich, nicht schlecht genug. Aber vielleicht schaffen wir erstmal ein 6-0, wenn wir das jetzt hier gewinnen. Mal kicken. Haben wir noch nicht wirklich viele individuelle Punkte erzeugt beim gegnerischen Team. Von daher ist wohl nicht das beste Team. Also könnte vielleicht ein 10-0 möglich sein, aber ist unwahrscheinlich natürlich. Ah, und Hamza verlässt direkt das gegnerische Team, war wahrscheinlich einfach zu angepisst von seiner eigenen Leistung und von denen der Teammitglieder. Ja, und jetzt stirbt das gegnerische Team wahrscheinlich und es wird wirklich ein 10-0-Sieg. Entweder verlassen alle das gegnerische Team oder es gibt ein, zwei Leute, die bis zum Ende durchhalten oder es füllt sich jetzt ganz schnell wieder auf, dann klappt es vielleicht noch. Ansonsten, ah ja, es füllt sich gerade schnell wieder auf. Okay, da haben sie Glück gehabt. So, und jetzt müsste das Ding von da oben kommen. Oder halt auch nicht, weil der Gegner verliert. 6-0, das haben wir schon mal geschafft. Und da geht auch direkt wieder einer. Also vielleicht stirbt das gegnerische Team ja doch. Mal schauen, jetzt haben wir schon zwei mehr. Gerade in so einer Baller-Map sollte das ziemlicher Vorteil sein. Also zwei mehr ist schon hart. Okay, die wollen direkt rushen, dann rushen wir halt direkt. So, kleiner Headshot. Noch ein kleiner Headshot und 7-0. Und wir haben schon 11 individuelle Punkte. Sehr schön. Aber das gegnerische Team hat sich wieder aufgefüllt. Dennoch kann man natürlich sagen, dass wir so gut wie gewonnen haben. Ich glaube nicht, dass sie ein 7-0 aufholen. Also das wäre sehr unwahrscheinlich. Schade. Ah, Mann, da musste ich wieder mein eigenes Leben opfern, aber egal. Ich hoffe mal, dass wir das gewinnen. 3 gegen 2. Ja, bei der Map ist, also bei der Map ist es echt immer schwer zu sagen, weil du kannst auch alleine gegen 5 gewinnen, wenn die richtig dumm spielen. Deswegen, aber wir haben es trotzdem geschafft. 8-0, noch einmal gewinnen und wir haben 10 Matchbälle. Wow. Das sollte dann eigentlich kein Problem werden. Dann rennen die da ein paar da hoch. Die sterben dann meistens als erstes, wenn sie nicht total mega schlau spielen. Weg mit dir und weg mit... Scheiße. Kein Jumperbar. Was? Das darf natürlich nicht passieren. Ach, das war natürlich richtig blöd von mir gezielt. Das darf natürlich nicht passieren. Aber es ist schon wieder 4-2, wobei 2 sind schon halb tot, wie es aussieht. Also wohl eher einer gegen 2. Falls sie sich nicht wieder retten können. 2 gegen 3, was denn nun? Ach, natürlich rennen die wieder oben rum. Beide rennen wieder oben rum, dass sie auf jeden Fall direkt tot sind, wenn sie hier jetzt runterfallen. Ah, sehr gut. Fall bitte nicht runter. Sehr schön. Einer gegen 2, ich denke, das wird nix. Nee, der schießt viel zu selten und zu schlecht. Der versucht es hier mit dem Messer. Ich finde, das Messer ist hier nicht so effektiv. Vor allem, wenn noch 2 übrig sind. Sehr gut, sehr gut. Und der... Komm, komm, komm. Ich verstehe halt nicht, warum die Leute nicht einfach die Ebenen hier kaputt schießen, bevor die Gegner wieder hochkommen. Das ist logischerweise viel besser, damit sie halt nicht wieder obendrauf landen können. Was geil, das war ja richtig geil von ihm gemacht. Im Fallen, im Runterfallen hat er es geschafft, da diese Plattform zu zerstören und den Gegner quasi zu kicken. Das war ja mal richtig nice, ey. Oh mein Gott, war das geil. So, jetzt haben wir eigentlich das Ding schon fast gewonnen, würde ich sagen. Noch ein Sieg, das sollte kein Problem sein. Und ich denke, wenn ich dann diesen Sieg eingefahren habe, sollte auch mein Tagesziel endlich erreicht worden sein. Einfach Rush.
Nice! GG! 13 individuelle Punkte. Nicht schlecht, aber gut, bei nur 10 Runden kann man nicht ganz so viel erzeugen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, loben. Bis morgen. Bis morgen, sage ich schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.